Ja, servus, meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Neue Folge. Anne wird bloß am Anfang zu sehen sein, ja. Denke ich mal. Wir haben nämlich gerade da unten den Abschluss vom letzten Film gedreht. Und morgen beginnt meine Reise. Eine Tagesreise oder eine Zweitagesreise sozusagen. Einmal gibt es was ganz Besonderes. Das werdet ihr aber erst irgendwann mal sehen. Da habe ich erst einen Termin. Ja, und danach fahren wir zu Sascha. Zu Sascha, ganz genau. Der freut sich. Also, ja, ich, ja. Der freut sich schon wie so ein kleines Kind. Ja, das macht immer richtig Spaß, mit ihm zu angeln. Mal gucken, ob er seinem Brüderchen auch wieder mit dabei ist. Schauen wir mal. Hoffentlich kann ich morgen schon angeln. Dann wird es quasi die Dunkelheit sein. Es geht natürlich auf den Zander. Wir wollen Zander fangen oder ich möchte Zander fangen. Und deswegen haben wir hier schon was vorbereitet. Hier seht ihr schon mal drei Angeln. Bisschen Bastelmaterial. Wir waren im Angelladen, haben eine Biotüte gekauft und werden jetzt gleich zusammen ein bisschen basteln. Mal gucken, wie ich den Film schneide. Das wird jetzt nicht hier 10 Minuten, 15 Minuten basteln sein, sondern, keine Ahnung, wahrscheinlich werdet ihr gleich Sascha sehen, um Gottes Willen. Und dann werde ich zwischendurch mal die Montagen, die ich dann fische, euch mal zeigen, wie ich die gebunden habe. Ja. Mhm. So, Anne verschwindet bestimmt wieder auf ihr Plätzchen da drüben und trinkt ihren Kaffee weiter. Und ich werde euch jetzt die Montagen zeigen und basteln und so. Aber wie gesagt, wie ich den Film schneide, werdet ihr sehen. Ich denke mal, jetzt kommt gleich so eine geile Blende und dann ist ja Sascha zu sehen. Kann sein. Seid gespannt. So, meine Lieben, ich wollte euch ja eigentlich gleich mit Sascha begrüßen, aber der ist mal wieder nicht da. Nein, eigentlich hatten wir ausgemacht, dass ich ihn abhole, aber ich bin jetzt wirklich schon, ich glaube, ich hatte ja noch einen Termin, ich glaube so fast 8 Stunden mit dem Auto unterwegs und habe gesagt, das wäre echt nett, wenn er heute hierher kommt, wenn wir uns heute hier treffen und ich nicht nochmal so eine Stunde hier durch das City fahren muss. Aber wir sind hier wieder an dem Angelort, mein Zeug liegt schon bereit, drei Ruten, in der Tasche voller Tackle. Da hinten liegt das Gewässer und ich gehe schon mal nach vorne und warte auf den Sascha und dann sehen wir ihn hoffentlich gleich bei der nächsten Szene. Das war jetzt ein ganz schöner Ritt, eine ganz schöne Fahrt. Mein lieber Mann, wie gesagt, ich bin nicht direkt hierher, sondern ich hatte noch einen Termin. Bin noch einen ganz schönen Umweg durch Deutschland gefahren, aber egal, hat sich gelohnt. Und wie gesagt, jetzt warten wir auf Sascha und dann fangen wir gleich an zu angeln. So, meine Lieben, da ist er. Wie geht's? Sei gegrüßt. Gut, gut. Wir haben uns schon ganz kurz unterhalten, aber man merkt, du bist heiß auf Angeln. Ich bin immer heiß. Ja. Immer. Das Wasser sieht richtig, richtig geil aus. Also, so wie ich es jetzt sehe, ich weiß ja nicht, ist der Wasserstand okay? Ist top. Ist top sogar. Ist top, deswegen. Wir sind jetzt circa eine halbe Stunde vor Niedrigstand. Ah, okay. Das ist ja hier mal hier mit den Zeiten hier hoch und tief und so. Wir waren ja, wo die ersten paar Male hier waren, wo wir gedacht haben, es sieht gut aus. Und Sascha gesagt hat, ah komm, wir können noch 2 Stunden warten. Dann wird es erst gut. Und ich schneide euch hier vorne um. Ich habe noch die andere Kamera dabei, falls es dann dunkel wird. Und dann schauen wir mal. Ja, bisschen was ausprobieren, bisschen werfen. Auf jeden Fall. Wir unterhalten uns richtig gut, haben uns ja lange nicht gesehen. Und dann das letzte Mal am 4. Januar, jetzt haben wir schon Ende Oktober. Ja. Ja. Ich hätte gerne früher gehabt, ja, dass du vorbeikommst. Ja, das stimmt allerdings. Wenn das nicht so eine weite Strecke wäre, dann wäre das auch gar kein Problem. Dann könnte man mal nachmittags mal kurz vorbeifahren. Ja, das stimmt allerdings. Aber, naja, wir werden auch sehen. Mal gucken, was das alles wird jetzt hier. Wie gesagt, ich schneide hier vorne ran und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht so sogar schnell mal vielleicht den ersten Kontakt kriegen. Aber guckt euch das an da hinten, wie da die Sonne untergeht. Also noch geiler geht's nicht. Wunderbar. Und dann fangen wir mal an zu angeln.
Oh, fuck. Ist? Ja. Sehr gut. Hast du einen Krebshahn? Nee, so einen kleinen hier Easy Shiner. Ach so. Schade. Und dann auch hier so ein Signalgrün, sag ich mal. Obwohl ja letztes Mal hier dein Brüherchen immer mit Dunkel so gut gefangen hatte. Ja, im Moment stehen die auch viel auf Barschdekor. Okay. Ja, das ist natürlich Offset. Der war doch schon so, zack, jetzt müsste man es aber sehen. Gerade eben hatte Zeitverzögerte nicht funktioniert, aber jetzt müsste genau der Biss drauf sein. Und wieder habe ich zu Sascha Schnur geguckt. Du hattest wohl schon 2 oder 3 Bisse. Ich habe jetzt auch schon 3 Anfasser gehabt. Das war jetzt gerade hier mein, naja, ich glaube mein 2. richtig geführter. Oh, da wurde auch schon angehauen wieder. Hast du es gesehen? Oh. Ja, also wir schließen natürlich die Kleinzander aus und... Schade, das ist jetzt, also wie gesagt, die Fische wollen so langsam, aber guckt mal, die Sonne ist untergegangen. Eigentlich selbsterklärend. Spitzer Haken hier. Ich habe ganz normal gewechselt auf Gummifisch, Jigkopf sozusagen. Die erste Montage schon mal gewechselt. Das Carolina Rig abgemacht. Und mal gucken, wir angeln uns hier durch. Aber hoffentlich war der Biss jetzt schon zu sehen. Die Reaktion, also für mich war sie schnell. Wahrscheinlich nicht schnell genug. Aber mal gucken, das sieht ja gut aus. Das fühle ich. Ja, man denkt immer, man hat gut angehauen. Ne? Ja, aber, ne? Und wenn einmal ist man doch im Leer. Ja, und wenn man sich dann, bei mir ist es immer gut, wenn ich ein Video mache, danach das Video angucke und dann sage, oh, okay. Ja. 3 Sekunden zwischen Biss und Anhieb hat der Zander sogar noch gelacht dabei. Das stimmt wohl, ja. So. Der Sascha angelt erstmal eine Montage. Ich mache die Elbe sauber, Leute. Das ist nicht schlecht. Das gehört auch dazu. Da kam auch ein ganz kleiner Fischruf nur. Nein. Da war noch ein Gummi dran. Der ist gerade abgefallen. Oh, was ist das denn? Dunkler. Oh, das glaubst du nicht. Von deinem Bruder oder was? So, meine Lieben. Ihr habt wahrscheinlich schon die ersten 10 mit Sascha gesehen. Ich trinke hier noch mein Käffchen. Anne sitzt da drüben. Und guckt, was ich jetzt hier verrücktes mache. Ich habe ja gesagt hier, Tüte aus dem Angelan. Aus dem Angelan Meißner aus Strausberg. Ja. Schöne Grüße. Auch schöne Grüße von Anne nochmal. Besonders an. Chico. Ganz genau, falls ihr nicht hört, der Chico. Ja, ihr müsst mal den Angelmeißner in Strausberg mal einen Besuch abstatten. Das ist ein ganz liebe Tünchen. Das müsst ihr unbedingt streicheln, weil das wird immer ganz wenig gestreichelt. Und ich habe hier ein paar Dinge geholt. Einmal habe ich, guck mal hier, Gummifische geholt, leuchtende Farben. Ich hoffe, das funktioniert, obwohl, glaube ich, Saschas Bruder immer mit Dunkel sehr gut gefangen hat. Habe ich aber natürlich auch, aber wenn man erstmal im Angelladen ist, eigentlich brauchte ich die nicht, habe ich sie trotzdem gekauft. Ist eine schöne Größe, 3 Inch würde man sagen, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, 6 cm, 6,5 oder was. Aber jedenfalls eine richtig gute Größe für unsere Montagen, die wir basteln. Dann haben wir geholt Fluorcarbon in der Stärke von 25, ja, da Hechte eigentlich nicht zu erwarten sind und ich möchte fein angeln, aber doch noch stark genug, denke ich, dass 25 ja gut sind. Dann habe ich schöne Bleie für das Carolina Rig. Dann habe ich Haken noch mal geholt für Dropshot. Zack. Dann habe ich noch mal zum Aufwickeln, da hat Anne schon gelacht.
Ja, dass man die Montage gut aufwickelt. Dann gucken wir, was haben wir hier noch alles schon geholt. Ja, dann habe ich hier noch mal ein paar so eine Perlen. Ich weiß nicht, ob ich die benutzen werde, aber hier so die, wie heißen sie? Chibraschwa-Kugel. Ja, ganz genau. Ich habe es aber auch kommentiert. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Haken. Chibraschwa-Kugel, ja, ganz genau. Noch mal ein bisschen Haken und ganz wichtig für unsere Carolina-Rig-Montagen, Stopper. Ja, zack. Jo, und Dropshot-Blei. Habe ich, glaube ich, gezeigt, weiß ich nicht. Nee, hast du das noch nicht. Habe ich noch nicht. Und dann werden wir uns damit ein paar schöne Montagen basteln. Die schöne Biotüte kann man einfach in die Natur schmeißen, die verwelkt. Nee, die kommt natürlich in den Pappmüll. Zack, die legen wir erstmal beiseite, dass sie nicht wegfliegt. Dann werden wir jetzt erstmal die Montage basteln, die Dropshock-Montage. Ganz genau. So, und dann machen wir, wie gerade angesprochen, die Dropshot-Montage zuerst. Ja, die Angel dafür. Ja, ist eine, jetzt muss ich selber aufgucken, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle. Schauen wir mal. Die hat 5 bis 45 Gramm und ist 2,70 lang. Eine schöne feine Spitze. Das ist auch, die habe ich schon für alle sämtlichen Sorten Angeleien benutzt. Eine kleine, schöne, feine Rolle hier drauf. Geflochtene Schnur und unten einen kleinen Mini-Karabiner, wo ich dann die Montagen quasi wechseln könnte. Aber die Angel werde ich nur mit Dropshot angeln. Und dann haben wir hier, wie gesagt, das Fluorcarbon 25er Stärke. Davon machen wir uns ein gutes Stück ab. Ja, besonders mache ich es gleich ein bisschen länger. Das sind gute 1,20 Meter, würde ich denken. Weil so ein Dropshot-Blei bleibt auch gerne mal hängen oder generell. Und meistens reißt man sich dann nur, wenn man sich was abreißt, unten eine Blei ab. Oder die letzten Ende, die irgendwo am Stein oder sowas hängen bleiben. Und dann bleibt aber noch viel übrig und dann braucht man bloß eine neue Blei drin hängen und dann kann man wieder ein bisschen variieren. So, dann suchen wir uns mal die Haken raus. Gucken wir mal. Hier, Qualitätshaken auf jeden Fall. Ja, Zander, hartes Maul, Anschlag muss durchkommen und. Ja, gucken wir mal. Alles gut. Bonnie ist, glaube ich, nicht so einverstanden damit. Und dann gucken wir mal. Wir wollen ja mit den Kleinen oder mit der Größe auf jeden Fall angeln von den Fischen. Holen wir mal uns einen raus. Als Köder. Und dann gucken wir mal, ja, wenn man den sozusagen, sagt er immer Nose-Hooking, also vorne anhaken oder einhaken. Guckt mal. Ist genau die richtige Größe. Ja, ob man das, wie man das sehen kann, genau die richtige Größe, dass man hier noch Haken, oh, ist ja spitz, hier noch Haken noch da hat und der Fisch hier schön frei baumeln kann. Ja, genau so will ich es haben. Das ist eine schöne, schöne Größe. Der kommt aber erstmal wieder hier rein in die Verpackung. Die sind schön eingeölt auch hier. Und zack, sollen sie auch bleiben. So, in die Verpackung rennen. So, dann haben wir hier unseren Haken, wie gesagt, mit einer ganz normalen Öse. Den fädeln wir jetzt zack, ganz normal auf das Fluorcarbon ruf. Zack, mit einem hohen Alter. Braucht man noch ein bisschen Feingefühl, wenn man es nicht mehr richtig sehen kann. Zack. So, jetzt ist der Haken quasi ganz normal da, könnt ihr sehen, auf dem Fluorcarbon drauf. Zack. Und jetzt legen wir einfach eine Schlaufe, zack, wir fassen so die Schnur an, ihr seht es schon, da bildet sich eine Schlaufe über den Haken drüber, so dass die groß genug ist. Und jetzt fangen wir einfach an, den Haken quasi in die Schlaufe zu drehen. Und das machen wir jetzt einfach ein paar Mal. 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 reicht mir aus. Ja, dann sieht das Ganze so aus. Zack. So aus. Hat sich nämlich von beiden Seiten jetzt quasi so ein kleiner Wirbel gebildet. Immer schön nass machen. Bei so einem Montagen lasst euch da ruhig Zeit.
Ja, die sollen ja auch vernünftig werden. Und jetzt ziehen wir die ganz langsam zusammen. Zack, zack, zack. Immer schön langsam zusammenziehen. Ah, jetzt seht ihr schon. Ja, der zieht sich so langsam zusammen. Zack. So. Und jetzt haben wir einen wunderschönen Dropshot-Haken, der schön absteht. Ja, so wünsche ich mir das. Zack. So. Jetzt kommt hier oben, mache ich eine ganz normale kleine Schlaufe ran. Wie gesagt, lange noch. Ja, Schlaufen kennt ihr, also muss ich glaube nicht zeigen. Ja. Wie gesagt, hier ist das Ende. Hier geht es runter zum Haken. Einfach so zusammen machen. Immer rum. Ja, dann sieht das so aus. Dann haben wir hier so eine Schlaufe. Und die geht jetzt meistens durch die Öse, die sich hier gebildet hat. Zack, zweimal durch. Dann ist es ein bisschen stabiler. Und dann ziehen wir wieder zusammen. Wie gesagt, lasst euch da ruhig Zeit, dass die auch schön clean ist. Ein bisschen wieder nass machen. Zack, zusammenziehen. Wunderbar. Und schon haben wir hier eine kleine Schlaufe. Zack, das Ende. Wo ist sie denn? Knipsen mal wieder ab. Und selbst hier zu Hause, ja, wir sitzen hier auf der Terrasse, aber selbst hier zu Hause, ja, mal festhalten, habe ich natürlich einen Klebenmüllbeutel. Weil selbst hier wollen wir doch nicht, dass sie hier die kleinen Enden und wo rumfliegen. Zack. Ja, jetzt haben wir oben eine schöne Öse. Hier unten kommt der schöne Haken. Und ganz unten kommt der Truppschuttblei. Ja, was haben wir hier? 10 Gramm. Also 10 Gramm ist so ein Ding, das könnt ihr überall benutzen. Ja, mal gucken, ob wir vielleicht sogar da ein bisschen mehr brauchen. Das kann sein. Müssen wir mal gucken. Ja, da gibt es ja hier, wisst ihr, ob ihr das sehen könnt. Hier, das kann man so ein bisschen einklemmen eigentlich. Ja, und kann es dann immer verschieben. Aber wenn man dann irgendwo hängt und ein bisschen dran zieht, zieht es sich meistens raus. Also ich mache da meistens so einen kleinen Knoten dann drin. Zack. Klappt, eingeklappt. So. Und dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, hier unten hängt das Blei drin. Hier kommt der Dropshot-Haken. Und hier oben, zack, die kleine Schlaufe. Dropshot-Montage fertig gebunden. Hier mache ich noch immer eine kleine Schlaufe drin. Dann haben wir die erste Dropshot-Angel fertig. Vielleicht haben wir ja da schon einen Fisch gefangen mit. Wir haben die Stelle gefunden. Da meine dicke Birne wegnehmen, da steht ja Sascha. Ja. Ich habe jetzt erstmal hier die Nachtsicht angemacht. Hier die Brustcam habe ich trotzdem um. Aber da werden wir jetzt nicht mehr sehen. Erste Stelle, die wir befischt haben. Büsse, super. Ja. Ausbeute null. Leider Gottes, ja. Jetzt sind wir ein bisschen weiter gelatscht und beginnt das Spielchen von vorne. Ich habe euch ja gerade die Dropshot-Methode, glaube ich, gezeigt. Ich habe ja noch Carolina-Rig gebunden, die werde ich euch auch gleich nochmal einblenden, wie ich die gebunden habe. Aber ich werde jetzt glaube ich erstmal Gummifisch nehmen. Oh, da hinten raucht es wieder. Ja, ich werde erstmal den Gummifisch wieder nehmen, ein bisschen mit Gummifisch schmeißen, also ganz normal Chicken. Schauen wir mal, mal gucken, was hier läuft und ob wir vielleicht mal einen Biss verwandeln können. Viel habt ihr noch nicht gesehen. Bis jetzt gab es noch leider keinen Fisch zu sehen. Außer ein paar Bisse, aber wie sagt man schön, Bisse kann man nicht braten. Jetzt haben wir gerade für Sascha, der da hinten irgendwo hinten rumwühlt, war das jetzt ein ganz kurzer Weg. Für mich war das ein Marathon durch Hamburg. Haben jetzt hier eine neue Stelle erreicht. Hier unten das Wasser, das quasi geht gerade höher. Wie sagt man, auflaufendes Wasser? Ja. Auflaufendes Wasser. Wir haben hier noch ein bisschen, ein paar Minuten, können wir hier unten noch angeln. Das machen wir. Und dann schauen wir mal. Ja, ich drehe euch mal so rum. Da werde ich vielleicht irgendwo mich jetzt gleich mal hinstellen. Und dann hoffentlich, vielleicht kann einer von uns jetzt mal einen Fisch auch haken. Mal gucken. Zack, vielleicht geht das so. Und dann schauen wir mal. Thank you.
So, meine lieben Angelfreunde, guckt mal, es ist schon wieder hell geworden. Hallo! Und wir sind wieder da. Wir sind wieder da, ja. Gestern Abend, ich weiß gar nicht mehr, was die letzte Szene war. Stellenwechsel, Stellenwechsel. Ja, ich habe gerade den Scherz gemacht. Für mich hat es sich so angefühlt, dass wir 30 Kilometer hier durch die City gelaufen sind, um einen Fisch zu fangen. Hat leider nicht funktioniert. Ja, jeder hat nochmal so ein, zwei Bisse kriegen können an jedem Spot, aber die Fische wollten nicht raus. Heute für mich total perfekte Bedingungen mit dem leichten Nebel hier drauf. Auf jeden Fall. Ja, du sagst natürlich, der Luftdruck ist natürlich auch optimal. Ist top. Ist sogar genau top. Richtig. Ja, und heute wird so lange geangelt, bis es einen Fisch gibt. Mal gucken. Ich habe jetzt bloß noch zwei Routen bei. Gestern die große Route mit Dropshot, die hat sich nicht so richtig in der Hand angefühlt. Aber Dropshot werde ich heute trotzdem noch angeln. Einfach nur umricken auf die anderen Routen. Und dann schauen wir mal. Ich schnaue euch wieder hier vorne vor der Brust und hoffentlich mache ich euch gleich an, wenn ihr da drüben Fisch ruft. Jawohl, Stovic! Das Ende ist noch drin. Petri! Jawohl, Petri, dank! Jawohlski! Jo, ich nehme mal den Kescher ab, dir. Ah, ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ah, zack, erstmal ins Nasse. Ah, jawohl, ja, meine Lieben. Wir wollten eigentlich schon gehen. Ich habe gerade ein paar Naturaufnahmen gemacht. Eigentlich hat der Fischer hier, also sieht so aus, als wenn er sein Netz gespannt ist, ja. Aber man konnte jetzt angeln. Das war jetzt der zweite Wurf und da ist er. Richtig geiler Zander. Also der hat so 50, Mitte 50 ist der. Ja, mega. Der hat richtig gut drin getockt. Petrovic. Jawohl, ja, der hat noch gut genommen. Den werden wir uns natürlich auch mitnehmen. Nein, ich hatte auch einen. Zack. Ah. Nein. Guckt euch an. Ja, da drüben gab es mal wieder einen Fehlbiss. Ja, richtig. Richtig geiler Zander, schöne Küchengröße, da ist da drin der Köder, mega. Können wir sogar die Kamera nochmal anmachen. Ihr sagt, den nehmen wir uns natürlich mit. Abgestochen, ja, betäubt und abgestochen, da ist er nochmal. Schönes Brett für mich, schöner Zander, geil, zweiter Wurf an der Stelle. Ja, der Sascha hat vorher nochmal gesagt, ja, das ist seine Stelle hier, Vertrauen. Hier läuft es und es lief. Kleiner Köder, kleiner weißer Köder und weiter geht's. Geil. Die Kamera an. Die auch hier. Live-Biss. Kleiner Zander. Gar nicht weit drin halten. Guckt an. Der hat glaube ich zwei, dreimal haben die schon gebissen. Aber mein zweiter Fisch. Mega. So, meine lieben Angelfreunde. Kleine Pause. Also für mich. Guckt mal nach unten. Der Sascha, der angelt die ganze Zeit durch und angelt und angelt und angelt. Aber auch schon im Sitzen. Uns tun schon ein bisschen die Knochen weh. Ja, da kann man gar nicht loben. Angeln könnte auch, oder nicht könnte, sondern ist auch ziemlich anstrengend. Ziemlich viel Laufen, ziemlich viel Kraxeln. Hier auch noch sich hier quasi den Halt halten auf diese glitschigen Steine ist auch nicht so einfach. Ja, hier unten seht ihr meine Box. Das Fitnessstudio kann man sich sparen. Ganz genau. Ja, falls ihr nicht verstanden habt, das Fitnessstudio kann man sich sparen. Ganz genau. Ja, viele Angler sehen zwar nicht so aus. Oh. Ja. Das schaut schon wieder so ein bisschen fischig aus. Mal gucken. Ja, der Sascha muss natürlich auch ihn fangen. Ja? Ich habe jetzt hier den schönen Küchenzander und einen Kleinen fangen. Eins, wie Bisse jetzt neu habt, aber von Kleine, denke ich mal. Da war die große Kamera jetzt nicht an. Ich glaube, eben so ein bisschen müsste noch drauf sein auf die große Kamera. Mal gucken, ob ich hier Schnitten kriege. Aber ansonsten ist man zum Fisch gekommen. Das ist schon mal richtig geil. Ja, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Wir haben zum Beispiel hier, wo wir in der City unterwegs gewesen sind, so ein Guiding-Team hier sehen mit, weiß ich nicht, 6, 7 Angler oder was. Die haben auch keiner, also natürlich haben sie gesagt, dass sie auch Bisse hatten, aber keiner hat dann Fische gefangen. Und ich sag mal, wenn dann
da auf so einer Strecke, wo wir angelt haben, da wissen wir, so 10 Mann mit sämtlichen Ködern schmeißen und keiner fängt einen Fisch, dann macht man, glaube ich, nicht ganz so viel falsch. Hätte man vielleicht alles richtig gemacht, hätte man vielleicht einen Fisch gefangen, aber so können wir uns auf die Schulter klopfen oder Sascha kann sich auf die Schulter klopfen. Der hat uns mal wieder zum Fisch gebracht. Oder ich sag uns, Anne ist ja nicht dabei. Aber mich zum Fisch gebracht, kennen wir ja nicht anders von ihm. Aber jetzt möchte ich auch mal sehen, dass er einen Zander fängt. Also so live. Bisse kann man nicht braten, sagt man immer. Aber Anne freut sich auch schon auf den Zander. Den lassen wir uns heute Abend richtig schmecken. Deswegen machen wir auch gar nicht mehr ganz so lange, denke ich. Sascha ist auch ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet. Ja, muss man dann nicht übertreiben. Ja, den Spot, den werfen wir noch ein bisschen ab hier und dann mal gucken, ob wir noch woanders hinfahren oder ob ich Sascha nach Hause bringe und den Angeltag beende, weil ich habe noch eine weite Fahrt nach Hause. Schauen wir mal. Deswegen gar nicht so lang quatschen, noch ein paar Würfe machen und vielleicht kommt er noch ein Fisch. So, meine Lieben, da haben wir doch wieder fast vergessen, das Ende zu drehen. Hier, seht mal, der Sitz ist leer. Seht mal, guckt mal, keine Ahnung. Jedenfalls, Sascha ist schon zu Hause. Den habe ich jetzt quer durch die City hier nach Hause gebracht und fahre jetzt selber nach Hause. Ich habe noch einen kleinen Weg vor mir. Das war ein sehr, sehr, sehr anstrengendes Angeln auf jeden Fall. So wie Sascha eigentlich gesagt hat, sehr gute Bedingungen vom Luftdruck her. Wir haben zu den bestimmten Tidepunkten auch da geangelt, wo es eigentlich gut sein muss. Aber es ist auch nicht alles immer einfach. Das ist nun mal Angeln. Wenn es so wäre, wären so eine ganzen City-Zander wahrscheinlich auch nicht mehr da. Aber wir haben den eben Küchenzander mit. Da freuen wir uns. Anne freut sich auch. Wir fahren jetzt nach Hause. Und dann, ja, mal gucken. Die nächsten Filme werden wahrscheinlich alle so Raubfischfilme natürlich werden. Weil jetzt kommt so langsam die Raubfischzeit. Ich versuche noch mal so ein, zwei vielleicht mal auf Karpfen zu gehen, ein, zwei Mal auf Karpfen zu gehen. Mal gucken, ob es funktioniert, ob die Plätze frei sind. Letztes Mal wollten wir, da waren die Plätze alle besetzt noch. Aber jetzt beginnt ja so langsam das Schmuddelwetter und da sind die Seen auf jeden Fall freier wie sonst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, hat Spaß gemacht, anstrengendes Angeln, zwei Zander sind es nur geworden. Na, ich habe euch ein bisschen versucht zu zeigen, mit was ich geangelt habe. Habt ihr ein bisschen gebunden zu Hause noch vorher. Da war ich total richtig heiß. Das musste man sich, die Spannung musste man sich beim Angeln immer oben halten, dass man die Zanderbisse nicht verhaut. Da muss der Anschlag wirklich durchkommen. Die Ruten sind doch wirklich gut dafür, muss man sagen. Auch wenn das Finesse-Ruten sind. Die haben einen schönen Rückgrat. Schade, dass man den großen Zander nicht gesehen hat, wie der sich im Drill verhalten hat mit der Rute. Das hat echt Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns einfach nächstes Mal, Dienstag 19 Uhr. Mal gucken, was wir machen. Vielleicht einen Film mit den ganzen Kindern oder was ganz anderes. Ich weiß es noch nicht. Schaltet einfach ein und bis dahin. Tschüss, ciao und bis bald.